Schönen Nachmittag, herzlich willkommen bei K19 zum einen und natürlich auf den Kanälen von St. Anton am Arlberg, der Arlberg Giro. Der steht an diesem Wochenende auf dem Programm und Österreich dreht am Rad, ist natürlich heute schon zu Gast hier. Und es gibt eigentlich keinen Arlberg Giro, zumindest kann ich mich an keinen erinnern, wo nicht Martin Ebsler an meiner Seite gesessen ist. Hallo Martin. Servus Martin, auch ein herzliches Grüß Gott von mir. Ihr könnt euch alle gar nicht vorstellen, wie sehr sich das gesamte Event-Team, das gesamte OK-Team freut, endlich wieder eine größere Veranstaltung zu machen. 2019 war das letzte Mal, dass wir da den Giro gehabt haben. Und du hast vollkommen recht, auch ich kann mir keinen Arlberg-Giro vorstellen, ohne Martin und Martin in unserem gemütlichen Studio da auf der Terrasse des Hotel Post. Ja, von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi sind wir mit dabei in den oder diesen beiden Tagen. Morgen wird uns dann Markus Ehrensberger unterstützen. Er wird also alle Finisherinnen und Finisher in das Ziel hereinholen. Österreich dreht am Rad. Österreichs größte Breitensportinitiative zu Gast heute beim Arlberg Giro. Und wenn wir über den Arlberg Giro reden, Martin, dann wissen wir, okay, da geht es um Straßenradsport. Aber in St. Anton ist man nicht nur mit dem Rennrad unterwegs, sondern hat man viele Möglichkeiten. Man hat vor allem natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Rennrad unterwegs zu sein, weil wir eine ganze Menge wunderschöne Touren haben, von da über den Arlberg nach Vorarlberg hinüber, aber auch auf der Tiroler Seite ist man mit dem Rennrad bei uns. Wir haben heute einen Gast, der hat letztes Mal gesagt, da kann man gut in die Berge fahren in St. Anton. Was St. Anton aber auch ist, das hat sich in den letzten Jahren zu einer E-Bike-Destination entwickelt. Mountainbike haben wir immer schon da gehabt, aber dadurch, dass der hochalpine Raum natürlich da ein bisschen herausfordernder ist, ist das E-Bike etwas, was bei uns einen unglaublichen Boom erlebt. Und da sind wir sehr stolz, dass wir den Gästen auch viele, viele Kilometer Radwege anbieten können. Nicht nur viele Radwege, viele Kilometer, sondern vor allem auch ein E-Bike-Festival. Ja, damit beginnen wir unseren Sommer mit dem E-Bike-Fest St. Anton. Ganz großartige Veranstaltung, weil wir da die Top-Radproduzenten, E-Bike-Produzenten in St. Anton haben. Und die ermöglichen sowohl unseren Gästen als auch allen Einheimischen, die Top-Räder der Saison auszuleihen, einmal zu versuchen, wie ist es, so ein Rad in den Bergen zu bewegen. Und damit man weiß, wie man das bewegen muss, haben wir auch die Leute dabei, die unsere Gäste einschulen, wie sowas geht am Berg. Und das ist eine großartige Sache. Vor allem die Touren waren unglaublich gut gebucht heuer. Die sogenannten Guides sind dort unterwegs mit vielen, die beim E-Bike-Festival mit dabei waren. Und würde sagen, schauen wir hinein. Es gibt Impressionen von diesem E-Bike-Festival. War eine ganz tolle Sache. Mit Österreich dreht am Rad sind wir heute in St. Anton am Arlberg. Martin Ebster neben mir, der Arlberg Giro an diesem Wochenende. Wie man aber da gesehen hat, super Geschichte, also dieses E-Bike-Festival. Ja, vor allem, weil das Gelände ganz perfekt für die E-Bikes passt. Unsere Gäste haben eine Riesenfreude, weil man ohne allzu große Anstrengung ganz hinauf auf die Berge kommt, einen unglaublichen Blick hat und
die elektrische Unterstützung ist gerade bei uns im hochalpinen Bereich schon ganz was Großartiges. Und was sich jetzt entwickelt, ist die die Bike-and-Hike-Geschichte. Mhm. Mit dem E-Bike irgendwo auf eine schöne Alm hinauf, das Bike dort abgesperrt stehen lassen und dann ein Gipfelerlebnis dazu, das ist einfach das Größte. Werden wir heute noch sehen. Ja. Auch das haben wir vorbereitet. Ja. Die Top-Marken sind mit dabei, viele Aussteller, die also ihre E-Bikes präsentieren, immer oben in der Expo bei der WM-Halle. Ja, die WM-Halle ist ja sozusagen unser Zentrum, wenn es um sportliche Aktivitäten geht. Dort ist diese Expo über mehrere Tage zu besuchen. Und natürlich auch beim Alpergiro ist die WM-Halle unglaublich wichtig. Weil da oben werden die Startnummern abgeholt. Genau so ist es. Akkreditierung. In diesem Jahr ganz, ganz wichtig, bevor es eine Startnummer gibt, gibt es die Kontrolle der 3G-Regel. Das wird ganz genau genommen heuer. Dann gibt es die Startnummern in der WM-Halle. Du hast schon so ein Band. Ja, genau. Ja. So ein Band bekommt man, wenn man... Ich bin zwar geimpft und genesen und alles, ja, doppelt geimpft, dann aber noch du kein Band bekommen, du musst nur raufgehen. Das Problem ist, dass ich morgen nicht mitfahren werde, weil wir eben hier oben sind und Live-Übertragung vom Arlberg Giro präsentieren dürfen. Einer, der jetzt oben steht und möglicherweise mit einem Band zurückkommt, das ist unser Johannes Emmerich und er liefert uns jetzt sicherlich Eindrücke von der Startnummernausgabe. Ja, in diesem Sportzentrum von St. Anton, da stehen wir jetzt direkt vor dieser WM-Halle. Wir haben es gesehen, die Startnummern-Ausgabe findet hier statt, auch wenn sie umfällt im Hintergrund. Zahlreiche Sportler, die gehen hier ein und aus, die holen sich eben ihre Startnummern und die werden auch mal verpflegt. Gibt es dann die Pasta-Party, da werden wir nachher auch noch schauen, was es da Gutes zu essen gibt. Essen, das ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema im Radsport, im Ausdauersport. Auch wie ernährt man sich richtig, was macht man richtig? Und da können wir jetzt einen fragen, der sich damit auskennt. Denn ja, die Sportler, die müssen natürlich wissen, was nimmt man mit, was verzehrt man während dieses Arlberg-Giro, der dann morgen ansteht. Bei mir ist Matthias Nesenson, Hammer Nutrition, du hast da zahlreiche Gels, Riegel liegen. Zuerst einmal die Frage, die Sportler, wenn sie kommen, sind die überfordert oder wissen sie genau, was sie wollen? Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Sportler, die genau wissen, was sie wollen und bei vielen bedarf es halt auch noch an der Beratung, oder? Aber grundlegend, wenn man bei so einer Veranstaltung teilnimmt, dann weiß man schon ungefähr Bescheid, auf was man da achten soll, oder? Ja, wenn schon viel trainiert und viel erlebt, dann weiß man ungefähr Bescheid, ja. Ja, das sind definitiv keine Anfänger, die das dann machen. Aber trotzdem, was rätst du so Sportlern, wenn sie jetzt morgen den Arlberg-Giro, gute Nahrung noch zum Frühstück und dann, was nimmt man mit? Oder wie ist dein Fahrplan? Ja, grundlegend ist es so, dass auf dem Rad in Action halt die Gels hauptsächlich verwendet werden, weil man, da muss man nicht kauen. Das Problem ist, unter Belastung braucht man natürlich Sauerstoff, da muss man atmen. Oder wenn man dann einen Riegel oder so isst, hat man das Problem, dass man nicht mehr atmen kann. Oder deshalb sind die Gels sehr, sehr beliebt. Wichtig ist aber auch, dass man Elektrolyte braucht und dass wir bei Hammer zum Beispiel die Elektrolyte, die Energie und die Flüssigkeit auch trennen können. Morgen wird es zum Beispiel relativ kühl, das heißt, man wird automatisch ein bisschen weniger trinken. Da besteht die Gefahr, wenn ich die Energie aus dem Getränk, aus dem Iso beziehe, dass ich dann halt zu wenig Energie habe oder auch zu wenig Elektrolyte. Das heißt, da nimmt man dann Salztabletten dazu oder halt eben andere Sachen, wo man halt, ja, man kann zum Beispiel auch die Elektrolyte separat auch als Brausetablette trinken oder halt eben auch so konsumieren, oder? Das ist dann halt individuell, das muss man sich anschauen, oder? Also da, ja, da muss man schon ein bisschen beraten sein und wissen, was zu tun ist. Ja, also die Sportler, die können sich hier auf alle Fälle von dir beraten lassen, wenn sie jetzt noch kommen, ihre Startnummer auch abholen. Ich sehe da Peanut Butter zum Beispiel, Peanut Butter Chocolate, das klingt ja äußerst lecker auch. Das klingt ja wirklich, wirklich gut. Oder auch, ja, was haben wir hier? Banana, Klassiker natürlich auch. Was ist der, du hast ja schon gesagt, Peanut Butter ist der Favorit. Was mögen die Sportler sonst am liebsten? Ja, was bei uns halt ist, wir haben auch ganz, ganz viele vegane Produkte. Also wir sind da absolut Favorit in dem Bereich. Was wir haben, ist halt zum Beispiel die Espressos mit 50 Milligramm Koffein. Die Tropical mit 25 Milligramm Koffein und das Nocciola zum Beispiel, das ist das einzige, das nicht vegan ist, alle anderen sind vegan, oder? Viele haben halt dann fruchtig gern. Bei uns ist eben das Peanut Butter Chocolate so beliebt, weil das halt eben eher in die, ich sag jetzt mal, salzige, schokoladige Richtung geht, oder? Als Abwechslung halt, oder?
Super, vielen Dank, Matthias, für die Beratung. Ich kann es allen Sportlern nur empfehlen, kommt in die WM-Halle, wenn ihr eure Startnummern abholt, dann holt euch auch noch etwas zu essen und einen Riegel. Und ich bin jetzt gespannt, was gibt's denn bei euch zu essen da im WM-Studio oder im Alberg-Tiro-Studio, muss man sagen? Ich hab den mit 100 Milligramm, den Koffeinriegel. Also genau dasselbe wie bei dir oben, Johannes. Wir werden in Kürze wieder hören, Johannes Emmerich, der für uns unterwegs ist, mittlerweile bei uns eingetroffen, der Titelverteidiger beim Alberg-Giro, Matthias Notecker. Das Wetter ist noch schön, Matthias, aber es könnte sich noch ändern. Ja, so wie es ausschaut, kommt es morgen sehr stark zum Regnen. Und auf das muss man halt vorbereitet sein. Da kann ich jedem nur empfehlen, dass er morgen besser zwei Jacken anzieht als eine, weil irgendwann lässt jede Jacke durch und da ist man besser, man hat mehr dabei als weniger. Mehr dabei als weniger. Martin, Wetterbericht, du weißt es ganz genau, wenn wir ganz kurz über das Wetter reden, du bist bestens informiert. Ja, wir wissen ja alle mittlerweile, dass jeder 10 Wetterberichte gleichzeitig oben hat. Meistens sucht man sich das aus, was einem am besten gefällt. Aber ich habe heute mit dem lokalen Wetterexperten gesprochen. Der sagt auch, die lokalen Prognosen widersprechen sich sogar noch zum Teil. Wir werden definitiv morgen nicht im Sonnenschein fahren. Also um 6 Uhr früh wird es regnen und es kann durchaus sein, dass es so eine Art Landregen in Richtung 8, 9, 10 Uhr gibt und dann wird es ein bisschen besser. Was wir zum Glück nicht befürchten müssten, ist Donner und Blitz. Da kommen wir mal drum herum und wir hoffen, dass natürlich, wie du sagst, Matthias, dass jeder auch vorbereitet ist, vor allem mit dem Gewand, dass man da mit diese 150 Kilometer im Regen bestehen kann. Matthias, wir stehen eigentlich mitten in der Saison. Der Saisonverlauf von dir, du hast ein Rennen gewonnen ganz am Anfang, dann gab es den zweiten Platz beim Engadin-Radmarathon, beim Kitzbüheler Radmarathon, da musstest du aufgrund eines Defektes nach wenigen Kilometer vom Sattel, vom Rad runter. War das für dich dann ein Problem jetzt in der Vorbereitung für den Alberg-Giro? Na ja, ich musste nicht vom Sattel runter, sondern der Sattel, der wollte nicht mehr weiterfahren. Und ich dachte, in dem Regenwetter steigt der Sattel mal aus und ohne Sattel ist nicht so lustig. Darum musste ich dann auch aufgeben. So Sachen passieren. Da kann man nichts machen. Da ist jetzt niemand schuld oder jemand der schwarze Peter. Es passiert, muss man umstellen und weitermachen. Ich habe dann gleich am nächsten Tag halt trainiert, statt mich zu erholen vom Rennen. Und so kann man das Maximum wieder rausholen. Kann man wieder rausholen. Es steht jetzt morgen dieser Alberg-Giro über 150, 52 Kilometer, 2500 Höhenmeter auf dem Programm. Du hattest in den letzten 2 Wochen ordentliche Einheiten. Bist diese Kilometer und diese Höhenmeter locker gefahren im Training? Ja, ich war jetzt 10 Tage in Bormio. Aus dem einen Grund, weil halt das Wetter hier nicht so super war. Und unten, ich unten die längeren Berge habe, die ich brauche, auch für den Rest der Saison. Und habe dort wirklich quasi in jeder Einheit 3000 Höhenmeter und mehr gefahren, um halt für die letzten Rennen zu trainieren. Ja. Ja, würde ich sagen, wir schauen uns ganz einfach nochmal Impressionen an von 2019. Damals war es Matthias Notecker, der in einem packenden Duell am Ende gegen Stefan Rabisch, der mittlerweile seine Karriere als Elitefahrer aufgehört hat, für sich entscheiden konnte. Super Geschichte war es. Also, Film ab, schauen wir rein. Super, Publikum ist natürlich schon da und der Alberg-Giro ist einer der schönsten Rennen, die ich kenne. Und ich freue mich jetzt mal, wenn ich dabei sein darf. Ich glaube, es ist alles angerichtet für einen schönen, langen, harten Tag. We'll be right back.
Matthias Notdecker. Und das ist ein Kavalier, der Stefan Rabitsch. Ein Sieg ist immer was Tolles. Da sind alle Schmerzen, alle Probleme im Training, da ist alles vergessen. Die Strecke war super, der Adelbergpass war komplett gesperrt, war super organisiert und die Strecke ist so wunderschön bei so einem schönen Tag wie heute. Ist es immer ja geil. Nina, das erste Mal beim Alberg Giro und dann als Siegerin hervorgehen, ein Wahnsinn. Wie fühlt sich das jetzt an? Einfach mega schön, einmal gewinnen zu können. Es war so ein mega cooler Tag, echt. Es war beinhart. Also wirklich, die Zollanina, die gewonnen hat, die ist in die Salvretta so ein Tempo reingefahren, dass ich wusste, es wird sich bei mir einfach nicht ausgehen, da fallen ein paar Watt. Und dann bin ich halt mein Tempo gefahren und dann ist von hinten die Kittel-Agnes gekommen und dann sind wir eigentlich die ganze Runde gemeinsam gefahren und es war wirklich cool. Wir haben eine coole Truppe gehabt, die richtig zusammengearbeitet hat und ja, ich bin voll happy mit der Platzierung. Es war halt ein grandioser Tag für Radsport in den Alpen. Wir haben viel Glück gehabt mit dem Wetter, die Strecke war perfekt beieinander. 1500 Teilnehmer, die das genossen haben. Und ich bin als Veranstalter irrsinnig glücklich, dass alles gut gegangen ist. Die Sicherheit war gewährleistet und wir haben richtig, richtig großen Sport gesehen. Ja, 2019 war ein Radfest, natürlich bei perfekten Bedingungen. Wir haben zwar eine Section Control gehabt aufgrund einer Baustelle, die gibt es heuer nicht. Matthias, du hast dieses Rennen gewonnen damals, du hast uns gesagt, wie sehr du das genossen hast. Ich möchte gerne wissen, vielleicht für alle anderen, die vielleicht noch nie den Giro gefahren sind, was ist das Besondere, was sind die Kriterien, auf die man achten muss beim Alberg Giro? Ja, mei, das ist prinzipiell, der Giro ist ein sehr schönes Rennen, weil erstens geht es gleich einmal im Berg rein. Das heißt, es geht gleich zur Sache, es kommen gleich die Karten auf den Tisch, man muss nicht lang warten. Man weiß dann gleich, wer an dem Tag gute Beine hat, wer nicht, wer hat bis jetzt viel gegessen in letzter Zeit. Das weiß man gleich. Und die Strecke ist schon super schön. Also ich mag die Strecke auch im Training. Und ja, ich fühle mich da auch in St. Anton immer wohl und willkommen. Und das war wirklich einer der schönsten Tage von 2019 für mich. Also ich habe es jetzt gerade selber gesehen nochmal und ja, da kommt ein großes Lächeln aufs Gesicht. Kann man aber auch schon sagen, es sind ja nicht nur die Top-Fahrer, die vorne in der Elite quasi unterwegs sind, sondern jede und jeder, der hier diese 152 Kilometer bewältigt, große Leistung, Hut ab. Ja klar, es sind auch viele von meinen Schützlingen morgen hier am Start und alle freuen sich drauf, weil klar, letztes Jahr hat es natürlich gefehlt und egal, ob es jetzt morgen regnet oder nicht, einfach, dass man überhaupt wieder fahren darf, ist einfach toll. Eine Frage, die sich natürlich aufdrängt. Nächste Woche ist der Highlander Radmarathon und dann konzentriert und fokussiert sich alles auf die 40. Auflage des Ötztaler Radmarathon. Zweimal hintereinander gewonnen. Großes Saisonziel? Ja klar, da kann man nichts anderes sagen. Na klar. Und das ist nicht nur, dass sich das dann ab übernächster Woche drauf fokussiert, weil seit der Ötztaler bestätigt ist, dreht sich alles leider oder immer um den Ötztaler. Das ist klar, das ist ein großes Schwert, das da hinter mir oben thront und probiert mir den Nacken zum Stechen, aber ich wehre mich noch dagegen. Und so Rennen wie der Adelberg Giro, die sind auch super zum die Form testen, zum alle anderen sehen, zum sehen, wo sie stehen und auch einfach wieder Rennen zu fahren. Ich bin gerade froh, dass wir da im Studio sitzen können. Wir haben fein auf dieser Couch, heute da Morgen. Einfach herrlich. Ja. Martin, noch mal vielleicht, wie viele Teilnehmer sind denn gemeldet? Wie viele gemeldet sind 1500. Wir werden schauen, wer sich morgen vom Regen nicht abschrecken lässt. Wir sind ja alle nicht aus Zucker. Da haben wir schon gehört, Kleidung gibt es gute. Einer, der sich nie abschrecken lässt, das ist unser Johannes Emmerich. Und er ist bereits oben bei der WM-Halle, glaube ich, wieder parat für seinen nächsten Einstieg.
Ja, da waren jetzt viele gute Stichworte mit dabei. Zucker unter anderem, wir sind nicht aus Zucker, aber es gibt auch hier etwas. Kohlenhydrate, die sind, bestehen ja im weiten Sinne auch aus Zucker, denn wir sind jetzt auf der Pasta-Party. Wir haben es vom Hem Nutrition Stand, von der Verpflegung unterwegs, jetzt auf die Pasta-Party geschafft. Also Sie sehen, wir bleiben dem Essen treu. Und da gibt es klassischerweise natürlich Pasta-Party-Nudeln mit Tomatensauce auch, mit weißer Soße. Sind jetzt noch nicht so viele da, aber die Radler, die werden jetzt immer mehr, die sind jetzt auch immer mehr zur Startnummernausgabe gekommen. Wir sehen es hier, es wird nachgelegt, also Penne klassischerweise. Da können wir vielleicht auch dann gerade nachfragen. Pasta Party natürlich, da ist wahrscheinlich die Kreativität für einen Koch dann nicht so groß. Oder was wünschen sich die Sportler? Ja, die Sportler sind eigentlich wollen speziell die Nudeln. Wir haben dazu vorbereitet eben zwei verschiedene Nudeln, einmal die Penne, einmal die Tralle und dazu gibt es eben noch eine klassische Bolognese, eine Sauce Carbonara und für die Vegetarier eine vegetarische Version. Und hoffen, dass sie sich da fest stärken für den morgigen Lauf. Ja, für den morgigen Alberg Giro. Natürlich Nudeln, das gibt definitiv Kraft. Auf jeden Fall, so ist es. Aber selber noch nicht mitfahren wollen? Nein, da glaube ich, habe ich jetzt wenig Kondition für sowas. Aber auf alle Fälle, die Grundlage wird hier gelegt, eben in der WM-Halle. Eben Essen, das haben wir jetzt, glaube ich, abgehandelt. Wir werden uns jetzt nachher das Trikot des Alberg Giro 2021 ansehen. Aber davor, da gehen wir wieder zu euch ins Studio. Da sind wir schon gespannt auf das Trikot. Österreich dreht am Rad, ist am Arlberg, St. Anton am Arlberg mit dem Arlberg Giro, der am Sonntag stattfindet, heute Samstag, mein Kollege Martin Ebster. Und da haben wir einen weiteren Kollegen, Martin, nehme ich mit Thomas Kofler. Fangen wir mal so an, auch einer, der in der Organisation tätig ist. Ja, auch ohne ihn kann man es sich nicht vorstellen. Wir machen das jetzt das 10. Mal und der Thomas, vor allem mit seinem Radteam Vorarlberg und mit den Helfern aus Vorarlberg, die sind unfassbar wichtig, weil sie sich erst mal auskennen und weil sie wahnsinnig hilfsbereit sind. Und ich kann beim Thomas immer noch wieder Danke sagen für die Zusammenarbeit. Und das ist schon eine tiefe Freundschaft geworden und so kann man Radsport betreiben. Das ist schön. Er ist ja unser Partner, mein Partner bei Österreich dreht am Rad, also unser Partner. Du bist irgendwie völlig verändert. Einen Sixpack hat er, es ist unglaublich. Du hast dich lange vorbereitet mit Marco Jordan, weil ihr habt ein großes Projekt vor, das nennt sich Race Around Austria. Genau, also normalerweise müsste Marco ja da sein, aber der Marco ist am Arbeiten. Einer muss Gitter aufstellen. Danke Martin für die Blumen vorher, aber ja, eben einer muss ja arbeiten und in dem Fall mache ich jetzt einmal das Theoretische und Marco ist der Praktiker. Trotzdem, super beieinander. Ihr habt eben dieses Projekt Race Around Austria nicht nur im Plan, sondern jetzt vor allem in der Endphase der Vorbereitung und dann ja, soll es erfüllt werden. Man umrundet Österreich gemeinsam. Genau, also wir haben ein großes Team hinter uns. Ohne dieses Team würden wir, glaube ich, die Runde nicht schaffen. Und wie gesagt, wir haben das Team Arlberg jetzt eigentlich aus der Taufe gehoben und werden da für die Bruderschaft St. Christoph unterwegs sein. Und wie gesagt, wir haben eine super Mannschaft. Ich denke mal, fast wichtiger als uns, der Marco und mir als Fahrer, sind die Leute im Hintergrund. Social Media, wir sind unterwegs, sage ich jetzt mal, für Spendenaufrufe natürlich auch. Und ja, und für Verpflegung, Physio, Teamleiter, Mechaniker, Autofahrer und so weiter. Also wir haben 15, 16 Leute da, wo da mitarbeiten, ja. Wir sind ja mittendrin jetzt schon quasi, Martin, also im Extremsport. Ja. Es wird in Kürze auch ein guter Kollege, Freund von dir, auch Gott Matzler, kommen. Ja. In der Planung war, du wärst ja auch beim Race Across America mit dabei gewesen. Also so diesen Sprung jetzt vom Breitensport schon zum Extremsport, den haben wir geschafft. Und auch der Kurt wird in Kürze bei uns sein. Ja, hin zum Ultra Cycling. Über das Race Across America werden wir mit dem Kurt dann sprechen, auch mit seiner Frau, die ja auch schon viermal beim Race Across America mitgefahren ist im Team. Und die Teamärztin, die Alexandra. Können wir mal über diesen Teil sprechen, wobei der Kurt sich ja entschlossen hat, auch wie der Thomas und der Marco das Race Around Austria zu bestreiten und den Alpec Giro als Vorbereitung.
Ja, Anfang Woche sind wir auch nach St. Anton heraufgekommen und das war eine interessante Geschichte. Da ist nämlich der Thomas Kofler und der Marco Jordan vom Arlberg heruntergefahren und der Kurt Matzler, der ist von der anderen Seite von Richtung Innsbruck hier heraufgekommen und genau hier am Dorfplatz oder bei der Gemeinde, da haben sie sich getroffen. Den Film, den schauen wir jetzt an. Starten in Kürze beim Race Around Austria und wir haben uns formiert als Team Arlberg und versuchen da einfach ja, das Rennen so gut wie möglich da anzugehen und auch im Endeffekt natürlich auch durchzustehen. Da, ja. Wenn wir schon die ganzen Kilometer, die 2020 Kilometer fahren, machen wir jetzt für einen guten Zweck. Haben wir noch kurz überlegt, was sollen wir machen. Sind nachher draufgekommen, gerade in der Corona-Krise, wie es jetzt haben, wie es momentan ist, oder? Gerade Familien, Kurzarbeit, Kündigungen von Jobs etc. Haben wir gesagt, wir wollen für diese Sachen wollen wir was sammeln. Haben natürlich dann mit der Bruderschaft von Christoph nachher genau den perfekten Partner gefunden, weil die ja gerade genau für Familien, notgeratene Familien eigentlich sammeln und helfen sozusagen. Und dann haben wir uns gleich entschlossen, dass wir das für die Bruderschaft von Christoph machen. Und aus diesem Grund stehen wir jetzt eigentlich auch heute hier oben, direkt vor der Bruderschaftskapelle in St. Christoph am Arlberg. Die Stimmung da in St. Anton ist ganz einzigartig, weil Linksberge, Rechtsberge, die Sportler, denen taugt es, da ist immer Bombenstimmung. Und ich glaube, der Giro selber mit 1300, 1500 Starten ist sensationell. Und ich glaube, die Organisation ist einfach das, was der Marco, Martin Epps, der Peter Mall und so weiter an den Tag legen. Und das ganze Team drumherum ist, glaube ich, einfach eine Bereicherung für den Radsport. St. Anton ist natürlich ideal für Bergstrecken zum Trainieren. Wunderbare Straßen, vom Verkehr her passt super und kann man viele Höhenmeter machen und für so Extrem-Events super trainieren. Meine Rolle im Alpargiro im Organisationskomitee, also in dem ganzen Team, wo das ganze Rennen eigentlich organisiert. Von Anfang an, von der Teilnehmeranmeldung bis zum Rennablauf, Siegerehrung etc. eigentlich alles dabei. Vorbereitung gerade ideal, weil das ist kurz vorm Race Around Austria und gerade die Kombination Streckenlänge, Höhenmeter und diese wunderbaren Pässe, das ist faszinierend und als Vorbereitung nochmal fürs Race Around Austria. Ich werde es nicht Vollgas fahren, aber als Vorbereitung ideal. Seit Jänner sind wir wirklich kontinuierlich dran und haben natürlich auch Streckenabschnitte angeschaut und wir kennen fast jeden Meter jetzt von der Strecke. Es ist in Europa sicher das härteste Rennen und in 2200 Kilometer über 30.000 Höhenmeter, das ist schon gewaltig. Und da ist man ganz gut vorbereitet, wenn man das schafft, auch für das Race Across America. Das Team ist ein rotarisches Team, Team Rotary Rams Bolio, gibt es seit 2016, hat viermal beim Race Across America teilgenommen, gefinisht, zweimal gewonnen, zweimal Rekordhalter und hat das immer verbunden mit dem Spendenzweck, Spenden zur Ausrottung der Kinderlähmung, insgesamt knapp 4 Millionen Dollar bis jetzt, wobei die Bill und Melinda Gates Foundation unsere Spenden verdreifacht hat. Christoph da abliefert, weil er ist ja schon seit vielen Jahren auf einem richtig hohen Niveau, es ist schon, ich sag, das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen. Ja.
Es war unglaublich zu sehen, wie Christoph Strasser gestartet ist mit einem unglaublichen Schnitt und wie konstant er ohne Pause das dann in das Ziel gebracht hat. Natürlich akribische Vorbereitung, er hat alles optimiert, was zum Optimieren geht. Und das Interessante war, er hat ja nicht daran geglaubt, dass sich die 1000 Kilometer ausgehen, aber nach 5-6 Stunden war relativ klar, wenn man ein bisschen statistisch hochrechnet, der knackt es. Okay. Es wird ein absolutes Highlight werden. Race Around Austria, wir sind 4 Tage lang live mit dabei. Also wir werden, so wie bei Christoph Strasser mit K19, Race Around Austria live übertragen. Wir werden sowohl Kurt Matzler begleiten, wir werden Thomas Kofler und Marco Jordan begleiten. Und wir werden auch die einen oder anderen Teams verfolgen. Da wird unter anderem der Sim Felbermeier im Einsatz sein. Da wackelt schon schön, Johnny. Unter anderem das Team Felbermeier im Einsatz sein und auch das Team Vorarlberg. Thomas wird mit einem Team es neuerlich versuchen. Im letzten Jahr hat es eh geendet. Genau, also wir versuchen es wieder. Wir haben letztes Jahr einen schweren Sturz gehabt, mit wirklich verletzt, aber alles gut gegangen so weit danach. Und wir haben gesagt, wir möchten noch heuer mit einem komplett neuen Team werden antreten, also alle 4, die noch nie sowas gemacht haben. Und Unternehmensstreckenrekord werden wir angehen. Ja, viele, Martin, nützen wirklich jetzt die Gelegenheit, dass sie hier so quasi das Ganze in Rennsimulation auch abwickeln können. Also es sind einige dabei, die dort dann auch starten werden. Ja. Der Arlberg Giro ist aber vor allem, und so wollen wir es auch lassen, eine Breitensportveranstaltung. So soll es auch sein. Wir haben natürlich Spitzensportler da, die begrüßen wir sehr, sehr gerne, weil wir sehen, was Radsport ausmacht. Aber es ist eine Breitensportveranstaltung, ist aber auch für viele eine perfekte Vorbereitung für weitere Breitensportveranstaltungen. Und wir haben uns da in den letzten 10 Jahren sehr gut positioniert, auch was den Termin anbelangt. Und das wollen wir auch über weitere viele Jahre tun. Was sagst du, dass die Jungs unter anderem für die Bruderschaft St. Anton unterwegs sind? Die Bruderschaft St. Christoph, das ist ganz eine wunderbare Sache. Das ist ja mittlerweile der größte karitative Verein der Welt. 22.786 Mitglieder, habe ich gelernt, weil ich vor 2 Wochen da moderiert habe. Und bringt jedes Jahr ungefähr 1 Million Euro für Menschen, die in Not geraten sind, ohne administrativen Aufwand. Und das ist einfach was Großartiges. Und dafür auch danke an den Thomas und den Marco. Ja, wir werden es anschließend jetzt ja hören, auch von Kurt Matzler, die sind auch immer für gute Sache unterwegs. Ihr habt da entschieden, für die Bruderschaft unterwegs zu sein. Ich glaube, viele Partner haben schon eingezahlt oder sind mit dabei. Ja? Genau, also das ist auch die, mittlerweile wirklich auch für mich die größte Motivation, weil das macht das Ganze einen Sinn. Und ich habe vorher mit Kurt noch reden können, wie sie das praktisch angegangen sind von Anfang an. Und das ist schon gewaltig, was das eigentlich die Leute dann, dass die auch ein bisschen mitfiebern, denn sobald sie ein bisschen gespendet haben, verfolgen sie natürlich jemanden danach und so wächst es und wächst es. Und jetzt hoffen wir, dass das auch für die Bruderschaft St. Christoph wachsen wird. Und unter team-adelberg.at kann man sich reinklicken und dann ist man gleich beim Spenden-Button und dann läuft es. Nur nicht locker lassen beim Training, Genau. Ja, Marco Jordan, der ist derzeit gerade dran, um die Transparente zu befestigen. Er aus dem OK-Team. Wir werden auch Roland Leupold, unseren Rennleiter, in Kürze in der Sendung begrüßen können. Wir werden Peter Mall hier bei uns begrüßen können, den OK-Leiter. Aber jetzt machen Thomas und ich mal die Bühne frei hier, denn in Kürze freuen wir uns auf Extremradsport vom Allerfeinsten, auch für den guten Zweck. Nämlich Kurt Matzler und sein Team wird jetzt dann gleich mit Martin Ebster hier auf der roten Couch Platz nehmen. Zuvor geht es aber wieder ab, hinauf zur WM-Halle, denn dort ist unser Johannes Emmerich. Ja, und wenn ihr schon über Sportler sprecht, dann müssen wir natürlich auch mit welchen sprechen, die bei diesem Arlberg Giro mit dabei sind. Wir haben 2 gefunden, Marc und Andreas, die morgen starten werden, die morgen ihre Premiere hier feiern werden am Arlberg Giro. Jetzt beginne ich mit dir. Vater-Sohn-Gespann ist das ja. Dann frage ich den Sohn zuerst, wer hatte denn die Idee überhaupt? Also eigentlich war das eine Idee von uns beiden. Wir fahren seit letztem Jahr jetzt eigentlich auch regelmäßig und ja, dann haben wir gesagt, da suchen wir uns mal die Herausforderung. Und der hier scheint zu passen, ist 150 Kilometer.
ist eine gute Herausforderung und ja, das versuchen wir jetzt morgen. Und werdet ihr da gemeinsam fahren oder hängt man gleich den Sohn schon am Arlberg ab? Wir werden auf jeden Fall gemeinsam starten und dann gucken wir mal, wer dann am Ende den längeren Atem hat. Und also ich denke mal, dass wir die meiste Zeit zusammenbleiben werden. Und am Berg muss halt jeder sein Tempo fahren und dann warten wir wieder zusammen vielleicht. Jetzt ist der Wetterbericht nicht ganz ideal, das schreckt euch aber nicht ab. Nee, also wir haben eine Regenjacke dabei jeder und also von dem her passt schon. Passt schon, sehr gut. Es ist schon richtig österreichisch eingelernt. Ihr habt jetzt auch, ich glaube, das Trikot gekauft vom Arlberg Giro. Ist das eine schöne Erinnerung dann auch an eben diese gemeinsame Ausfahrt? Ja, also Trophäe muss sein und ich finde das Trikot sehr schön. Also mir gefällt es und das haben wir von vornherein eigentlich auch so eingeplant gehabt. Und dass das jetzt was kostet, das ist natürlich... kommt hoffentlich dem Veranstalter zugute und da sind wir voll dabei. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg morgen und werden uns dann vielleicht auf der Strecke sehen morgen am Arlbergpass oder vielleicht auf der Bieler Höhe. Vielen Dank auf alle Fälle, Marc und Andreas. Und wir wollen jetzt im Studio hören, was Kurt Matzler zu sagen hat. Der will ja auch starten morgen beim Arlberg-Giro. Ja, wir haben uns wieder getroffen hier jetzt auf der roten Couch und ich darf vorstellen, eigentlich das Drittel eines Race Across America Teams. Ich hätte ja die Ehre gehabt, heuer auch dabei zu sein, zwar nicht auf dem Rad, aber hinter dem Lenkrad. Und der Kurt wäre dabei gewesen und die Ruth, beide schon viermal das Race Across America gefahren im Team, auch Rekordhalter. Es waren 6 Tage, 14 Stunden, soweit ich mich erinnern kann. Genau, 6 Tage, 14 Stunden mit 31,2 km/h Schnitt haben wir die knapp 5000 Kilometer und offiziell 52.000 Höhenmeter, inoffiziell ist ein bisschen weniger, gemeistert. Ja, ja, und heuer wäre es um einen Solofahrer gegangen. Der Solofahrer hätte Kurt Matzler geheißen und wir hätten mitarbeiten dürfen. Ich darf auch noch vorstellen, die Teamärztin, die Frau Dr. Alexandra Popeska. Servus, Alex. Und jetzt haben wir uns unglaublich gefreut drauf, das ganze Team. Es war ein Tiroler Fahrerteam dabei, es waren amerikanische Freunde, Ungarn. Wir haben sogar einmal eine Zeit lang jemand aus Thailand dabei gehabt. Gell? Und dann hat es geheißen, wir dürfen nicht rüberfahren. Erzähl einmal. Ja, ich kann mich erinnern, im März waren wir ja im Studio, haben ein schönes Gespräch gehabt über das Race Across America und wir waren alle euphorisch, begeistert, sind davon ausgegangen, dass alles klappt mit der Einreise. Wir haben sehr viel Unterstützung gehabt von höchsten politischen Ebenen, aber letztendlich war dann Homeland Security stärker. Wir haben die Einreisegenehmigung aufgrund Corona nicht bekommen, gerade ein paar Tage vor dem Abflug. Wir haben alles schon gepackt gehabt. Bob McKenzie mit seiner Frau, das amerikanische Teil des Teams, die waren schon im Auto unterwegs von Washington nach Oceanside. Die wollten die 5000 Kilometer mit dem Auto dort fahren. Also die waren schon Richtung Start unterwegs und die haben wir dann angerufen und haben sagen müssen, leider haben wir die Einreisegenehmigung nicht und wir müssen absagen. Ja. Jetzt hast aber du natürlich nicht 2 Wochen vorher angefangen zu trainieren, sondern das geht über Monate, eigentlich über Jahre auf so ein Rennen sich vorzubereiten. Wie hat das jetzt ausgeschaut? Die Enttäuschung war groß. Du bist natürlich top trainiert gewesen. Wie viele Kilometer waren es denn, die du auf dem Rad verbracht hast? Ja, so circa 25.000 Kilometer im letzten Jahr. Das Jahr vorher waren es etwa 20.000 Kilometer. Und die Jahre vorher jeweils so 15.000 bis 17.000 Kilometer, das baut man ja über Jahre auf. Aber das letzte Jahr war schon sehr, sehr intensiv. Und ja, wir haben ja dann am Tag der Absage uns alle zusammengeschlossen über Zoom und haben dann entschlossen, wir verschieben alles aufs nächste Jahr. Das heißt, das Training geht weiter und morgen habe ich eine schöne Trainingseinheit da am Arlberg. Ja, und da freuen wir uns schon drauf. Ruth, du kennst dieses Rennen natürlich vom Sattel aus. Du hättest jetzt dieses Rennen eigentlich vom Auto aus mitgeleitet. Was hat das für dich bedeutet? Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, dann kommen wir halt nicht. Da hat man ja viel vorbereitet und auch viel reservieren müssen. Ja, das ist richtig. Wir haben ein Jahr vorbereitet. Obwohl wir schon 4-mal dabei waren beim Rennen, ist es jedes Jahr wieder eine Riesenherausforderung, so ein Rennen vorzubereiten. Und heuer noch einmal als Solofahrer. Es war, obwohl man meint, es ist das gleiche Rennen, ist es trotzdem ganz ein anderes Aufbau der Organisation.
Wir haben bis zum letzten Augenblick, also wir, das Rennen ist, oder wir haben 3 Tage, bevor wir hinübergeflogen wären, die Absage gekriegt und haben bis zu dieser Minute eigentlich so vorbereitet, so gearbeitet, als ob wir starten würden. Das heißt, im letzten Augenblick haben wir dann alle Flüge stornieren müssen, über, also fast 100 Hotelzimmer stornieren müssen, die Mietautos stornieren müssen. Es war finanzieller Aufwand von 40.000 Euro. Und sind aber jetzt so weit, dass wir bis auf ein paar Flüge alles kostenlos stornieren haben können. Das heißt, es ist uns jetzt finanziell zumindest kein Aufwand Schaden geblieben, entstanden, ja. Schaden entstanden und können somit alles auf nächstes Jahr transferieren. Wir sind alle bereit für nächstes Jahr. Wir sind bereit. Auch die Alexandra. Ich hab da gehört, dass du wärst ja eigentlich schon 2 Wochen früher drüben gewesen, um dich in der Hitze von Arizona auf die Temperaturen vorzubereiten. Ja, genau so. Und das ist ganz wichtig, weil in der Wüste hat man Temperaturen bis zu 50 Grad und da ist Hitzeakklimatisierung ganz entscheidend. Ansonsten hat man oder kann man während dem Rennen ganz große Probleme entwickeln. Das heißt, meinen ersten Flug musste ich ohnehin schon verschieben auf den 10. Juni. Das heißt, Hitzeakklimatisierung wäre für mich verloren gegangen. Ich habe dann zwar geschaut, ob es in Europa irgendwo warm genug ist, aber es war gerade eine ziemlich kühle Periode. Jetzt habe ich da nirgends Hitze akklimatisieren können. Das heißt, es war ohnehin schon unter relativ schlechten Vorzeichen. Und tatsächlich war das Rennen heuer extrem. Von den 60 Solofahrern sind 12 gestartet und 3 sind ins Ziel gekommen, weil einfach Hitzerekord in der Wüste war. Und wenn man da nicht akklimatisiert ist und die richtige Strategie hat, dann ist das richtig gefährlich. Ja, und da kommen wir jetzt eben zum medizinischen Teil. Das hättest du auch schon überwacht, diese Akklimatisierung. Du hättest den Kurt begleitet auf diesen 5000 Kilometern medizinisch. Jetzt ist meine Frage, da wäre es um 11 Tage gegangen und der Kurt wird jetzt als Solofahrer das Race Around Austria fahren. Da geht es um ungefähr 4 Tage. Was ist da medizinisch der Unterschied? Ja, medizinisch ist natürlich das eine und das andere eine Wahnsinnsbelastung für den Körper, kann man sich vorstellen. Allerdings, wie der Kurt gesagt hat, also die Temperaturen von der Wüste werden in Österreich nicht auf uns zukommen, aber dafür haben wir die Berge. Und da ist mit der Höhe zum Rechnen, der Schlafentzug ist genauso schlimm eigentlich. Und mit dem Flüssigkeits- und Ernährungsmanagement muss man eigentlich über die 4 Tage genauso gut dabei sein. In Amerika hättest du an die 15.000 Kalorien pro Tag Flüssignahrung. Ist das in Österreich ähnlich? Wird nicht anders sein. 500 ja. Kalorien pro Stunde ist unser Ziel, damit man da nicht aus... Und wird der Kurt da durchgehend überwacht? Natürlich über Sensoren, die hast du mit, oder? Und du bist da ständig dabei, um das zu überwachen? Genau, ich werde im Begleitauto sein. Und wir haben natürlich, immer das ganze Team schaut dann natürlich, dass der Kurt die Menge trinkt pro Stunde, die er trinken soll. Und dass er die Menge an Kalorien zu sich nimmt, was er zu sich nehmen soll. Genau, ja, und jetzt, Entschuldigung, Alexander. Jetzt steht da drauf, Race Across America, Team Rotary Rams Polio. Das ist das große Ziel hinter der ganzen Sache. Du machst das natürlich, weil du ein Extremradfahrer bist, aus Begeisterung, weil du dieses Rennen auch schaffst. Aber da war immer im Hintergrund dieser Kampf gegen die Kinderlähmung. Und den hat man ja schon fast gewonnen und du wolltest sozusagen das i-Tüpfchen noch draufsetzen. Ja, das Team Rotary Rams Polio gibt es seit 2016, da sind wir das erste Mal gefahren und Bob McKenzie, der Amerikaner, hat dieses Team gegründet mit dem Ziel, Ram zu fahren und Spenden zu sammeln zur Ausrottung der Kinderlähmung. Rotary setzt sich seit 1985 dafür ein. Damals gab es pro Jahr 350.000 Neuinfektionen in 125 Ländern. Und Rotary hat seither Milliarden gesammelt und Milliarden Kinder geimpft insgesamt und die Infektionsrate um 99% reduziert. Das heißt, wir haben weniger als 100 Neuinfektionen pro Jahr. Das heißt, wir sind wirklich ganz kurz vor der Ausrottung. Und bisher hat unser Team 3,2 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Wenn wir jetzt das heurige Jahr dazu zählen, sind so ungefähr 600.000. Das heißt, wir sind bei 3,8 und nächstes Jahr fahren wir ja wieder und da hoffe ich, dass nochmal gescheit was dazukommt. Weil wir alle gemeinsam Gas geben.
Gas geben wirst du auch morgen und deine Ärztin passt nicht auf dich auf, denn die fährt nämlich auch mit morgen beim Arlberg Giro. Wir haben ja schon gesehen, dass es nicht strahlend sonnig sein wird. Wie legt ihr das an morgen in der Früh, wenn wir da im Regen starten? Also ich werde mal bei der Alex im Windschatten fahren. Ich bin ja schon in der Tapering-Phase für das Race Around Austria. Das heißt, ich bin eher dabei, ein bisschen Intensität rauszunehmen. Aber das passt morgen wunderbar in meinen Trainingsplan. Und es ist eine wunderschöne Strecke und ich werde es eher gemütlich angehen. Und ja, sind wir gemeinsam am Start. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Bevor wir zur Strecke des Arlberg Giro kommen, werde ich nochmal draufgeben in die WM-Halle zum Johannes und schauen, wen er als Interviewpartner gefunden hat. Ja, bei uns, da ist viel los in der WM-Halle. Es füllt sich immer mehr Starter holen sich ihre Startnummer ab und die wollen natürlich auch ein Souvenir mitnehmen. Die wollen das Trikot des Arlberg Giro und da können wir vielleicht einen Blick auf das Trikot werfen. Aktuell eben im sehr modischen Grün, dunkelgrün mit dem Logo drauf. Katharina, bisher zahlreiche Sportler haben es schon gekauft. Es verkauft sich sehr gut. Ja, also die Sportler greifen trotz der schwierigen Corona-Zeit immer wieder aufs Trikot retour und ist halt ein schönes Souvenir, ein schönes Andenken. Was kostet es und wie lange seid ihr heute noch da? Also kostet es 29 Euro und bis circa 9 Uhr sind wir da. Also bis 21 Uhr kann man sich da die Trikots holen als Andenken an dieses Rennen eben. Wir sehen Sie, es geht da ziemlich zu hier und da geben wir dann auch zurück ins Studio und melden uns am Ende dann noch einmal hier aus der WM-Halle. Ziemlich zu geht's beim Johannes. Wir sind wieder zurück hier in unserem Österreich Rät am Rad und Arlberg Giro Studio. Martin, interessante Geschichte mit Kurt Massler. Ich finde das mit dem Kurt unglaublich. Wir haben so viele Meetings gehabt, leider am Anfang nur über Zoom. Dann haben wir uns aber auch getroffen und haben so richtig coole Pläne gemacht und man hat sich so sehr gefreut. Erstaunlicherweise haben uns am Ende, an den letzten Tagen, sogar der Arnold Schwarzenegger, der Klaus Heidecker und der Wolfgang Buck geholfen, um da hineinzukommen. Schlussendlich hat es aber dann doch nichts genützt. Der berühmteste Apfelstrudel, glaube ich, überhaupt in den USA. Ja, zumindest in den USA. Ja, genau. Das ist sicher. Der berühmteste Rennleiter beim Arlberg Giro, weil seit der ersten Stunde auch der einzige, also Hauptrennleiter Roland Leupold. Du bist seit der ersten Minute mit dabei. Wir haben vorhin gerade ein bisschen geplaudert. Im Grunde genommen kann nichts mehr schiefgehen. Im Grunde genommen kann nichts mehr schiefgehen, Martin. Ich habe gerade den Martin Nottecker getroffen. Der freut sich ja richtig auf den morgigen Arlberg Giro und genauso freuen uns wir. Also ich kann die Freude mit den Teilnehmern nur teilen. Auch das Organisationskomitee freut sich riesig auf, damit wir morgen wieder an Giro starten können. Wir haben top vorbereitet. Also wir sind in den Startlöchern, weil beim schönen Wetter kann jeder organisieren. Ein guter Organisator stellt sich dann heraus, wenn er auch beim schlechten Wetter eine tolle Leistung abliefert. Und ich bin mir sicher, das machen wir morgen. Ja, trotzdem, 1500 Teilnehmer sicher wieder zurückzubringen, das ist immer eine große Aufgabe. Es geht über zwei Pässe, es sind 150 Kilometer, 2500 Höhenmeter. Das Wetter ist vielleicht morgen nicht gerade so schön wie heute. Das heißt, auch ein Rennleiter übernimmt da Verantwortung mit vielen, vielen Helfern. Ein eingespieltes Team, aber wie ich gesagt habe am Anfang. Also morgen steht sicher das Wort wir im Vordergrund. Wir, das sind wir vom Organisationskomitee, die Polizei, die Rettungskräfte und das wir steht ganz deutlich auch hinter den Teilnehmern. Also die Teilnehmer müssen morgen wirklich in Eigenverantwortung, wenn es wirklich so schlecht wird, so nass wird, in Eigenverantwortung handeln, einfach sagen, es geht nicht mehr, ich bleibe stehen, warte auf einen Bus und fahr zurück nach St. Anton. Also es heißt, morgen müssen wir gemeinsam einen tollen Arlberg Giro abliefern. Martin, wenn wir davon reden, auch die Teilnehmer, dass sie guten Sieger wieder zurückkommen, das beginnt ja schon bei der Anmeldung. Da ist man auch immer im Kontakt mit allen Teilnehmern, die kriegen Newsletter, die wissen auch, was auf sie bei so einer Veranstaltung zukommt. Ja, die Informationspolitik ist da sehr, sehr intensiv und vor allem, wenn es dann immer näher zum Rennen hingeht. Wir haben um 10 vor 6 Uhr in der Früh dann noch einmal eine Teambesprechung, die man im ganzen Ort hört, in allen Startblöcken, wo man noch mal ganz genau darauf eingehen, dass die Leute nicht nur auf sich
sich selbst aufpassen, sondern auch auf ihre Mitstreiter. Ich denke jetzt nur, nasse Straße, der eine hat Felgenbremsen, der andere hat Scheibenbremsen, da sind die Bremsreaktionen ganz andere und da muss man einfach mitdenken. Und das hoffen wir und da vertrauen wir unseren Athletinnen auch. Ja. Ja. Matthias Notecker hat es ja gesagt vorhin, gute Kleidung ist vor allem auch wichtig, vor allem, dass man nicht nur ein Leibchen mitnimmt, sondern dass man wirklich warme Klamotten auch mit dabei hat auf dieser Strecke. Du bist jetzt bei Beginn mit dabei, welcher Streckenteil gefällt dir eigentlich am besten? Ja, das wäre jetzt unfair. Es ist die ganze Strecke wirklich sensationell schön. Ich bin ja vorgestern auf der Strecke gewesen, gestern auf der Strecke gewesen. Großer Abschnitt der Silvretta-Straße ist neu asphaltiert. Also fantastisch, wirklich. Also mir gefällt der Bereich Bartennen bis zur Pillerhöhe. Ist natürlich ein ganz, ganz tolles Panorama. Ich habe gestern noch einen Radfahrer getroffen, der sagt, der hat in einem Schweizer Dialekt gesagt, das ist eigentlich der schönste Pass in den Alpen. Und das war einer, der sicher schon viel gefahren ist. Und das sind eigentlich so Rückmeldungen, wo du siehst, wir sind auf einer ganz, ganz tollen Strecke unterwegs. Ja, ein Pass, der Vorarlberg und Tirol quasi gehört, also die Bieler Höhe, da geht es hinauf. Heute findet übrigens im Montafon der M3 Mountainbike-Marathon statt. Also sowohl das Montafon wie auch hier am Arlberg, da konzentriert man sich voll auf den Radsport in allen Facetten. Und wir haben die Strecke jetzt vorbereitet. Schauen wir mal hinein, also die verschiedenen Streckenteile des Arlberg-Giros. Es geht ja los hier, genau da, wo wir jetzt sind, vor uns dann der Start für diese Veranstaltung und dann geht's Richtung Vorarlberg. Wir sprechen noch immer mit unserem Rennleiter, der natürlich auch die Verantwortung trägt, dass das alles funktioniert. Die Verantwortung tragen aber auch die Athletinnen und Athleten. Und da gibt es ganz ein genaues Regelwerk. Und da möchte ich den Roland noch mal bitten, dass du vielleicht da ganz kurz drauf eingehst. Ja, wie vor jeder Veranstaltung gilt es einfach darauf hinzuweisen, dass nur ein Regelwerk für einen Giro, für einen Radmarathon gilt. Und das ist die österreichische Straßenverkehrsordnung. Die Behörde schreibt vor, dass kein Abschnitt der gesamten Strecke gesperrt ist und die Teilnehmer müssen die Strecke mit dem Individualverkehr, das heißt mit den anderen Verkehrsteilnehmern, teilen. Und das ist nur möglich, wenn wir uns alle an die Regeln halten, das heißt die österreichische Straßenverkehrsordnung. In erster Linie gilt es, rechts zu fahren. In zweiter Linie eine Geschwindigkeit zu wählen, wo man sein Fahrrad rechtzeitig anhalten kann. Also das heißt, nicht mit Höchstgeschwindigkeit auf vielleicht eine unübersichtliche Stelle zuzufahren. Und das Dritte, wir haben auch Vorrangregeln. Also im Kreisverkehr ist es einmal so, der sich im Kreisverkehr befindet, der hat den Vorrang und das gilt es alles zu beachten.
Und es ist natürlich so, dass die Behörde das ganz genau beobachtet und nächstes Jahr, wenn wir die Veranstaltung wieder beantragen und negative Rückmeldungen aus Polizei und anderen Beobachtungen kommen, haben wir ein Problem. Und das möchten wir vermeiden. Und darum sagen wir schon im Vorfeld, wir würden euch bitten, wir befehlen euch fast, euch an die österreichische Straßenverkehrsordnung zu halten. In diesem Sinne danke und ich freue mich, wenn wir uns morgen im Ziel in St. Anton wiedersehen. Ich bin schon fast so weit, dass ich salutieren würde. Ja, genau. Ja. Yes, sir. Wir kennen ihn, ja. Unser Rennleiter seit vielen Jahren. Einer, der nicht salutieren muss, der steht wieder oben. Und zwar bei der WM-Halle. Und zum letzten Mal geben wir hinauf zu Johannes Emmerich. Ich bin da wieder vor der WM-Halle und habe jetzt einen Starter wieder bei mir. Aber nicht nur Starter, Sebastian Waldorf, den kennt man noch in der Radszene, auch länger selber aktiv gewesen, Rinkhoff-Team, Team Vorarlberg auch. Und jetzt mit den eigenen Fahrrädern da. Sebastian, für was bist du da? Um selbst zu fahren, um deine Fahrräder zu zeigen? Beides. Also ich wollte selbst fahren und dann habe ich mir gedacht, kann man das ja ganz gut verbinden und kann ich die Räder ganz gut ausstellen, ja. Wir sehen da die Baldiso-Räder sehr schön im Hintergrund. Ist das perfekte Fahrrad für den Alberg Giro? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Gerade von der Aerodynamik ist es super. Und auch mit dem leichten Modell, mit dem ohne Scheibenbremsen, kommen wir auf 7,1 Kilo. Also ja, sowohl bergab als auch bergauf eigentlich ein super Rad. Ein super Rad mit einem super Fahrrad, dann soll es sein. Was hast du dir für morgen vorgenommen? Ja, also vorgenommen habe ich mir natürlich schon ein bisschen was. Ich will mich nicht total blamieren. Ich möchte schon einigermaßen da vorne mitfahren, aber einigermaßen ist eher so um Platz 50, 100 vielleicht, weil ich einfach viel zu wenig zum Trainieren komme. Aber jetzt haben eigentlich einfach andere Sachen wie die Radmarke oder die Radmarke hat jetzt einfach die obere Priorität. Und ja, so ist es halt. Aber Vorfreude ist groß, trotz des schlechten Wetters. Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall groß und vielleicht haben wir ja doch noch ein bisschen Glück. Und es kommen ein paar Sonnenstrahlen morgen durch. Ja. Super, vielen Dank. Dann drücken wir dir die Daumen. Wir werden es auch begleiten, werden uns das anschauen. Danke, super, danke euch. Ja, also wir hoffen, dass vielleicht diese Sonnenstrahlen dann morgen auch mit dabei sind. Wir werden auf alle Fälle mit dabei sein. Ich werde auf der Strecke sein, werde mich dann auch vom Pass von der Biller Höhe melden. Aber inzwischen, da meldet ihr euch jetzt aus dem Studio wieder. Tja, Johannes Emmerich, im Hintergrund haben wir auch Ernst Lorenzi gesehen, gell, der schon mehrere Bücher rausgebracht hat, auch er. Oben in der WM-Halle fehlt eigentlich Martin jetzt nur noch einer. Ja, noch einer, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, das ist unser OK-Chef Peter Mall, sitzt heute da mit der Weste vom Alper-Kandahar-Rennen. Ihn kann man nämlich für alles haben. Das ist egal, ob das ein Dorffest ist, ein Alper-Kandahar-Rennen, ein Alper-Giro oder Weltmeisterschaft. Wenn wir jemanden brauchen, der da organisatorisch großartig ist, dann ist das der Peter. Und auch er nimmt morgen wieder die Fäden in die Hand. Und hat schon das violette Band an. Mir fehlt es leider noch. Peter, könnte eine Veranstaltung ein Alberg-Giro werden, von den Wetterverhältnissen her, was relativ oder vielleicht etwas schwieriger wie andere Jahre wird? 1500 sind gemeldet. Wenn wir mal mit dem anfangen, beliebt wie eh und je, also richtig fett positioniert mittlerweile der Alberg-Giro, egal wie das Wetter ist. Ja, ich denke schon, wir haben mit dem Adalbert Giro eine Veranstaltung gemeinsam geschaffen, die ihresgleichen sucht. Also unsere Veranstaltungen in St. Anton sind für eine sehr hohe Qualität bekannt und vor allem wir versuchen alles für die Sportler zu unternehmen, dass sie sich wohlfühlen. Und das ist natürlich auch schön, wenn man sieht, dass trotz dieser Vorhersagen Leute nach St. Anton kommen, glauben ans Glück, das wir natürlich auch tun. Vielleicht haben wir das Schwein und ein paar Sonnenstrahlen begleiten uns. Aber schlussendlich ist es sicher so, dass wir sehr speziell vorbereitet sein. Wir befassen uns mit verschiedenen Szenarien und wir denken und wir glauben, dass wir morgen starten können. Ja, kein Thema. Ja. Man startet, man wird losfahren, es geht hinauf auf zum Arlbergpass, dann Richtung Montafon. Labestellen, gibt es etliche? Ja, wir haben unsere üblichen Labestellen, also vier an der Zahl und die sind natürlich auch aufs Wetter eingerichtet. Wir werden Tee reichen, dass die Körper nicht total auskühlen. Also wir sind vorbereitet und ich denke, dass jeder Teilnehmer weiß, was auf ihn zukommt. Und die sind alle super ausgerüstet, super trainiert. Aber auch wir haben unsere Hausaufgaben definitiv gemacht.
Ganz wenige Tourismusverbände organisieren selber einen Radmarathon. Ihr habt ein Event-Team, das unglaublich erfahren ist. Egal, ob es der Ski-Weltcup ist, egal, ob es irgendeine Veranstaltung ist, auch der Radmarathon wird von euch umgesetzt. Du kannst immer so auf ein richtig gleiches Kernteam auch zurückgreifen. Ja, so ist es. Wir haben ein wunderbares Event-Team, die ja unglaublich engagiert sind. Federführend ist die Sandra Köck als Teamchefin, sage ich mal, mit dem Marco Jordan, passionierter Rennradfahrer und alle Mitarbeiter des Tourismusverbandes, die hier engagiert sind. St. Anton lebt den Sport, liebt den Sport und ich sage immer wieder, St. Anton am Adelberg ist durch den Sport groß geworden, zwar im Winter, aber wir können das wunderbar im Sommer umsetzen und mit diesem Enthusiasmus, der dort herrscht, kann man vieles bewegen und deshalb blicken wir recht ruhig in den morgigen Tag hinein. Martin, du wirst dich erinnern können, wir haben letztes Jahr ja den Weißen Rausch nicht durchführen können, haben da aber eine Fernsehsendung gemacht und da haben wir den Peter hinaufgeschickt auf die Strecke des Weißen Rausches. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie er im strömenden Regen das Handy gehalten hat. Eventuell sehen wir ihn morgen, denn er wird auf der Pieler Höhe stehen. Und vielleicht machen wir das Gleiche mit dir, Peter. Ich sehe schon den Johannes Emery und dich mit so einer gelben Regenmantelmütze, wie es da runter tropft. Möglicherweise. Möglicherweise. Es könnte natürlich auch schön sein. Also ich sage, das ist auch in dem Geschäft und jeder, der mit Veranstaltungen zu tun hat, weiß, es kann sich vieles ändern innerhalb von Stunden und wir glauben ans Glück und es wird ein gutes Rennen, bin ich überzeugt. Wenn wir auch mit Österreich Tritt am Rad hier sind, ja, es ist jetzt 11 Jahre her, da hat man sich auch in St. Anton entschieden für den Radsport, Radbreitensport. Damals hat es noch keine Kilometer Radwege auch gegeben. Damals haben wir noch gar nicht so mit dem E-Bike-Sport begonnen. Mittlerweile ist neben dem Arlberg-Giro, du hast es heute schon des Öfteren gesagt, man hat die nötigen Kilometer, um Mountainbiken hier auch Mountainbike-Sport durchzuführen, E-Biken, das alles. Also das hat sich auch in St. Anton enorm entwickelt. Es hat sich enorm entwickelt. Vor 11 Jahren hat es rein den Mountainbikesport gegeben. Auch da haben wir schon die Forstwege gehabt, um den Mountainbikesport zu freuen. Aber gerade durch den ersten Alpberg-Giro ist der Rennradsport wirklich in den Fokus geraten und man hat dann auch die Touren sozusagen einmal herausgefunden, was kann man da machen. Es sind viele Rennradler da, die zum Teil nach Vorarlberg oder nach Tirol fahren. Und der E-Bike-Sport hat sich einfach deswegen entwickelt, weil der Gast das Gefühl hat, ich komme endlich mit dem Rad in die Berge, was früher nicht so möglich war, weil es doch bei uns relativ steil ist. Und das ist jetzt so eine Kombination aus immer dem gleichen Sport, dem Radsport, aber immer verschiedenen Facetten mit dem Wandern und als Besuchergruppen von der sportlichen Familie bis zum Einzelsportler haben wir da, glaube ich, ganz ein gutes Konzept. Schauen wir noch schnell auf den Winter. Kommt ja bald schon wieder. Nach dem großen Winter Opening, der Weiße Rausch natürlich, den möchten wir 2022 wieder durchführen. Ja, natürlich, von dem gehen wir mal alle ganz, ganz fest davon aus. Bin überzeugt, dass wir sicher einen Winter haben, so wie wir ihn gewohnt sind. Wir haben Europacup-Rennen, wir haben verschiedene kleinere Skirennen im FIS-Bereich. Also wir sind aufgestellt, wir sind alle motiviert, unsere Bergbahn brennt darauf, alles in Betrieb zu setzen. Und ich denke, also an uns wird es nicht liegen. Wir sind überzeugt, dass wir einen schönen Winter vor uns haben. Ja. Ich muss dich morgen früh wann wecken? Wenn du mich wecken willst, dann solltest du vielleicht um 3:15 anrufen. Um 3 ist es zu spät zum Wecken. Ja. Kannst du das bei mir übernehmen? Ja. Ich schlafe aus. Mir wäre recht, du rufst mich um 3:15. Werden wir machen. Gibt es noch was zu sagen? Nur, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass wir endlich wieder durchstarten dürfen und dass wir uns freuen, wenn unsere Athleten auf sich aufpassen, auf ihre Mitstreiter aufpassen und da mit einem Lächeln ins Ziel kommen. Wir sind bereit. Geniales Schlusswort. Wir freuen uns auf morgen. Tja, damit war's das quasi von Österreich Tritt am Rad zum Auftakt des Wochenendes hier beim Arlberg Giro 2021. 1500 gemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten morgen mit dabei sein und wir werden sehen, ob dann alle wirklich mit dabei sind. Wir freuen uns, die Live-Übertragung beginnt bereits um 8 Uhr, um es zu sagen, denn um 6 Uhr ist ja schon der Start und nach etwas mehr als 4 Stunden werden wir dann den und die
Sieger hier bei uns begrüßen können. Österreich dreht am Rad wie immer bei allen wichtigen Entscheidungen mit dabei. Und wir freuen uns vor allem auf ein großes Radfest. Danke euch zwei, Martin, danke Peter. Und nicht vergessen einzuschalten bei K19. Übrigens danke auch unserem gesamten Team. Morgen um 8 Uhr, da heißt es Albert Giro 2021.